Ach, so ein Riesenbaum wäre mal cool. Ja, haha, haha. So ein Riesenbaum wäre cool. Sehr geil. Na, viel Spaß beim Chaga. Abbau. Ja, ich mache mir erstmal noch ein paar Scheren. Houston. 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 Nein. Ah, ich brenne. Hilfe. Ah. Hallo. 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 Komm doch rein. Lass mich rein. Nee. Ich hab meinen Schlüssel vergessen. Ach, na gut. Mann. Ah, hi. Hi. Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Crash Landings. Korrekt. Hi. Mit Mavia. Und Varuna. Na logisch, oder? Na logisch. So. Oh, ich habe da noch anderes Zeug, habe ich gerade gesehen. Wir haben letztes Mal außen die Mauer fertig gebaut. Mhm, wir haben jetzt Platz. Pyrophium abgebaut. Und du hast hier drin alles fleißig ausgeleuchtet. Und genau. Und auf der Mauer. So ein bisschen die Plantage erweitert. Ja, ich bin erweitert. Verschiedene Sachen durchgegangen, weil Tofu ist ja eigentlich das Allheilmittel, was, wenn es um Essen geht, habe ich mir gedacht, yay, dann machen wir Supreme Pizza. Supreme Pizza geht allerdings nicht ohne Bakeware und Bakeware geht nur mit Clay, das wir nicht mehr haben, weil nicht genug. Da hatte ich vorher hier Tomaten und Lettuce angepflanzt, aber wir können ja keine machen. Dann wollte ich die Zucchini Fries machen, weil die 4 Keulen geben. Habe ich Zucchinis angebaut. Da hat sich rausgestellt, brauchen wir Bakeware für. Auch unnötig. Yay. Also man kann sagen, du warst überhaupt nicht produktiv. Letzten Endes alles, was ich gemacht habe, für die Katz. Aber ich habe festgestellt, dass Jaded, die leider hier an Pam's Harvest Craft ein bisschen rumgeschraubt hat und Tofu entschärft hat. Tofu gilt jetzt nur noch für Eier und für Sahne. Also ist nicht mehr gleichbedeutend mit jeder Sorte Fleisch. Na, okay. Das heißt, wir sind jetzt schwer eingeschränkt und ich habe keine Ahnung, was... Das heißt aber, mein Hühnchen da hinten ist doch wichtig. Korrekt. Ha. Dein Hühnchen ist jetzt... ja, für Fleisch halt. Aber die Eier sind durch Tofu immer noch ersetzbar. Ja, ich hau hier mal kurz. Haben wir Kohle? Ein bisschen. Hier oben im Furnace. Hm. Jetzt geht nämlich auch das Holz aus. Was? Jetzt wollte ich gerade hier ein bisschen Holzkohle machen. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich mal um Holz, weil ich wollte jetzt eigentlich bauen. Ja, ich werde jetzt hier erstmal nochmal unsere Wasserversorgung sicherstellen, weil seitdem du das Pyrophium weggemacht hast, ist jetzt zwar etwas alles sicherer geworden, aber Tja. Wir haben leider keine Wasserversorgung mehr. Oak Samplings. Essen wäre noch nicht schlecht. Kein Bone Meal mehr? Moment, lass mich mal hier gucken in der Auswertung. Die ist fast voll. Doch, wir haben hier 2,5 Stacks Bone Meal. Ah ja, da draußen. Stimmt ja. Laub brauchen wir auch noch, oder? Ja. Und eine Schere habe ich noch, so eine halbe. Bitte schön. Danke. Na, damit komme ich auch nicht weit. Ich sagte doch, fast verbraucht. Was hast du dir denn darunter vorgestellt? Naja. Mehr wie sie war. Wo tue ich das Laub jetzt hin? Ich behalte es mal. Oh ja, tu das. So, ich brauche
Oh, Eisen haben wir auch nicht mehr so viel. Auch draußen. Ja, ich mach gerade mal 8 Iron Blöcke. Iron. Iron. Das hört sich immer so an wie Eier. Nee, wie I earn. Ich verdiene. Ach so. Iron. So muss ich das vorstellen. Das ist so ein typischer Fehler, der sich bei den meisten Deutschen irgendwie eingeschlichen hat. Ich habe noch nie einen deutschen YouTuber gehört, der Iron sagt. Es ist immer nur Iron. Und das ist falsch. Das ist einfach falsch. Und ich sage jetzt auf jeden Fall immer Iron. Genau. Das ist wie Iron. Genau, rumeiern. Ich glaube, ich... Hallo! Ey! Boah! 11 Bone Meal. 14 Bone Meal um 2 Bone Meal. Soll ich dir die Gießkanne geben? Hä? Soll ich dir die Gießkanne geben? Die ist nicht ganz so effektiv, aber die braucht dich nicht. So. Ich pflanze... ich... Holz. Ja, weshalb brauche ich eigentlich das Holz? Ich wollte endlich ein Häuschen bauen, wo später die Nahrungsmittel reinkommen. Und dafür wollte ich Tombstone verwenden. Und Klingstone muss ich brennen und brennen kann ich nicht, weil ich keine Kohle habe. Swing real life. Keine Kohle. So. Aber ich habe schon, glaube ich, einiges an Holz. Ein halbes Stack oder so. Ach, so ein Riesenbaum wäre mal cool. Ja, haha. So ein Riesenbaum wäre cool. Sehr geil. Na, viel Spaß beim Chaga. Abbau. Ja, ich mache mir erstmal noch ein paar Scheren. Scheren, der Mann ist gut. Hauen wir hier noch das Holz rein. Können wir jetzt schon irgendwo das Laub wieder hin platzieren? Ja, draußen ist was. Okay. Gut. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich gehe. Warte mal, ich bräuchte auch noch. Ich repariere erstmal meine Holzaxt. So, jetzt kann es losgehen. Und dann. Ah, Moment. Wasser sollte ich auch noch mitnehmen. Bisschen. Weil ich bin schon wieder am draufgehen. Das passiert ja häufiger, habe ich das Gefühl. Ja, Wasser vergesse ich oft. Muss ich echt sagen. Obwohl ich 2 Camel Packs habe. So, ich mach dir mal noch mehr leere Flaschen da rein. Damit du was zu tun hast. Spür mal den Gipfel der Welt. Yay. Yeah. Auf dem Baum. Ich hatte ganz vergessen, dass hier ist ja immer noch die 164. Da muss ich ja mit Pneumatic Servos arbeiten. Was waren das für Zeit? Da haben wir ja noch welche, oder? Ja, ja, da haben wir welche. Das ist ja schön. Aber ich muss die halt benutzen, statt die Filter.
Ja, von hier oben hat man einen schönen Ausblick. Bist du gleich mal so gut und gibst dir eine Quest gleich mal ab, bei der du den Tank. Ja, wer hoch hinausgeht, kann auch tief fallen. Mhm. Wo ich was machen kann? Den Quest. Ja, die eine Quest rechts unten auf der Seite. Moving Things Around. Da gibt es nämlich einen Tank. Mm, ah, hier. Ja, eine Iron Chest. Iron Chest. In den anderen hat man vorbesprochen, dass wir den Leadstone Thruster nehmen. Leadstone Thruster, genau. Ja, Leadstone. Habe ich hier noch einen Quest? Kann ich den auch abschließen? Ne, da fehlt Invarblend. Den hier kann ich noch abschließen. Ne, kann ich nicht. Okay, ich glaube, ich habe alle Quests soweit gemacht. Gut. Dann baue ich mich hier nochmal hoch. Gibst du mir den Tank auch bitte? Ach so, ja. Du kannst auch gern behalten, aber. Warte, ich gebe dir gleich die ganzen Dinger. Ja, schmeiß mich zu. Halt, warte. Ein Leadstone habe ich noch. Ne, Hardened Flux Capacitator. Hardened. Ja. So. Schere. Och nee. Steht. Ist zwar jetzt ziemlich langsam. Muss mal kurz disconnecten. Oh. Da muss ich nachher drauf achten. Erinnere mich dran, dass ich beim Rendern die IP verdeck. Ja. Die kann man auch ausschalten. Ja, die war hier aber an. Wie war das denn? Habe ich gerade gesehen. Na, weil ich einfach noch ein viel zu großer Noob bin. Noob. Ah, zwei Eier. Gucken wir mal, ob ich da ein Hühnchen bei rausbekomme. Nope. Hat nicht sollen sein. So. Mit Lava ist das echt langsam, muss ich sagen, mein lieber Scholli. Das Pyrophium ist besser? Dann nimm doch den Eimer. Ja, aber dann fängt wieder alles drumherum an zu brennen. Stimmt. Ich meine, das können wir machen. Die Rohre sind nicht teuer. Setzen es einfach ein bisschen woanders dahin. Oder irgendwo unterirdisch. Warum? Ah, jetzt. Hä? Warum kann ich den Baum nicht abbauen? Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich benutze das Ganze. Hast du gerade Lags? Nein. Oh, ist schon wieder runtergefallen. Aua. Ja, da bist du gerade nicht gefallen, sondern gesäppt auf dem Boden. Gesäppt blinkt. Ja. Ich hoffe mal, ich kann jetzt alles von unten abbauen. Laub habe ich genug im Inventar. Ui, nochmal Level Up, habe ich ja vorhin erst gekriegt. Pling. Nein. Naja, gut, den musst du stehen lassen. Sonst kommen wir da an den oberen nicht dran. Den hast du jetzt kaputt gemacht. Nein, ich meine den da oben. So, passt. Also. Da ist noch irgendwo was. Hans, guck in die Luft. Da sind noch zwei. Ich komm mal da dran. Ja. Ah ja. Sehr gut. So, ich pflanze hier gleich nochmal zwei Saplings an. So.
hier irgendwie Monster. Sechs Stacks haben wir drin. 11 Kam sind es jetzt. 5 Stacks Laub kamen noch dazu. Das ist schön. Moment, das. Die Saplings mache ich mal da rein. Ein Stack Saplings haben wir ja noch in Reserve. Hat nochmal 32 Holz gegeben. Das kann sich doch sehen lassen. Ja. Warum hast du denn die Saplings so direkt nebeneinander platziert? Weil man dann mit der Gießkanne da arbeiten kann. Ach so, aber. Irgendeiner der Saplings wird dann schon. Siehst du, wo? Aber kein Boden. Hast du hier mit F7 ausgeleuchtet? Nee. Eigentlich ja. Es ist so beruhigend zu wissen, dass die Monster hier nicht reinkommen. Wart's mal. Warum? Och, nur so. Alles okay. Ich hau mal das Essen einfach in die untere Kiste, was ich da gerade abgesammelt habe. Soll ja nachher eigentlich in die andere. Was sagt der Ofen hier? Was sagt der Ofen hier? Der sagt gut. Okay. Warte mal. Haben wir noch ein Eisen? Haben wir noch? Saw. Iron Saw. Stone Rod und zwei Sticks. Zwei Sticks brauchen wir noch. Falls ich nicht denke. So. Und dann haben wir eine Säge. Dann gucken wir mal, ob wir die hier. Aha, sehr schön. Stone Slabs. Von Mikroblöcken, die mag ich ja so sehr. Mit denen lässt sich einfach am schönsten bauen, bin ich der Meinung. Wenn man die notwendige Zeit investiert, klar. Ja. So ein kleines Häuschen muss auch mal sein. Kann ja nicht dauernd im Freien stehen. Warum denn nicht? Es ist so heiß. Oh. Nicht keine mehr. Was ist das denn? Alles schon verbaut. Nee. Oh, da ist ein Enderman. So, Türe muss ich noch machen.
Sieht ja schon ein bisschen schöner aus. Hübsch. Und packen hier noch ein bisschen drauf. Ah, guck mal, kaum habe ich den einen Baum gefällt, wächst der andere. Das ist Sinn der Aktion. Jetzt können wir gerade noch ein bisschen erweitern. Kleine schöne Baumform. Ist sie wieder hell? Sehr schön. Ist da wieder irgendein Block nicht weggegangen? Das sind, warte, 1, 2. Bitteschön. Ah, bei mir waren alle weg eigentlich. Ja, das passiert manchmal, Ghost Block. Warum hast du da ein Loch gemacht? Vorsicht. Ich will mal versuchen, das Ganze mit Pyrothium zu machen, aber halt dann unterirdisch. Ah. Das ist das Ganze. Brauchst du Slabs? Ich hab noch einen Haufen Stone Slabs. Eventuell. Leg's mal in die Kiste. Ich guck mir das nachher mal an. Hast du irgendwas Leckeres zum Essen? Nee. Ich hab ja nichts dran. Ah, Sojamilch. Okay. Wenn's sein muss. Ja. Gibt halt eine Keule. Lieben. Na, sättigst du mich nicht mehr. Darfst nicht mehr als 5 essen. Okay, gut. Gerade mal was gucken. So, Kohle haben wir jetzt einiges. Sehr schön. In welche Kiste soll ich die Steine legen? Mach's mal in die rechts beim Eingang. Genau. Oh ja. Mit Lava geht das Wasserschmelzen mit einer Geschwindigkeit von 0,2 Millibuckets pro Tick. Und mit Pyrothium geht das Ganze mit 0,7 Millibuckets pro Tick. Dann würde ich sagen, ist es besser. Jo, eindeutig. Aber jetzt brauche ich noch ein paar Fluidos. Glücklicherweise waren die günstig herzustellen. Kupfer und Blei. Zwei Kupfer, ein Blei, fertig. 6 Fluidos. Ob das reicht. 1, 2. Ja, passt. Nee. Fülle ich jetzt einfach hier den Rest mit Sand auf. Dust. Gut ist.
kann man das im besten Fall irgendwann mal erweitern. Aber kannst du hier mal gießen? Brauch noch ein bisschen Holz. Bitteschön, noch ein zweiter. Wow. Da fliegt ein Gast auch rum. Ja. Der ist neidisch auf unsere Behausung. Hm? Der ist neidisch auf unsere Behausung. Ja, jetzt schon. Nachdem ich so schön baue. Tja. Und schon wieder die Folge maßlos überziehe. Oh, du doch nicht. Aber ich will jetzt noch kurz das Dach fertig bauen. Tu das. Lass dir Zeit. Nein. Das Ganze muss schon ordentlich ablaufen. So, das Wasser steht. Bisschen unschön, aber es läuft. Wobei man jetzt natürlich... kann man natürlich jetzt tiefer setzen. Ja, das habe ich mir gerade gedacht, aber ich wusste nicht, ob das geht. Natürlich geht das. Es ist auch nicht mehr so hässlich. Oh, der Gast hat einen Creeper auf dem Kopf. Was? Achtung, der ist hier auf der Mauer. Jetzt ist er unterm Haus. Auf der Mauer, auf der Lauer. Wo ist er denn? Wahrscheinlich hinterm Haus. So, hier. Ja, ich sehe ihn. Oh, der war aber schnell. Hey. Der ist ganz schnell angerannt gekommen. Ja, der war flink. Der hat nichts gekannt. So, dann müssten wir jetzt hier eigentlich nur noch ein paar Fassaden anbringen. Die es aber nicht gibt. Oh. Hm. Aber, naja. Cover eventuell. Cover, ja. Das müsste gehen. Weil, wir haben ja gesagt, Sägen gibt's auch. Jupp. Und wir haben einen Diamanten. Nee, ich habe eine Eisensäge. Die reicht. Sag das doch. Was denn hier? Ja. Nee, falsche Taste. Diese Taste. Aufpassen. Nein. Glowstone. Glowstone. Hä? Wo ist der ganze Glowstone? Draußen in der Kiste wahrscheinlich. Ah, hier. So, Häuschen wäre fertig. Subi.
dann sind wir auch fertig mit der Folge. Oh. Ja. Nicht weinen. Wieso das denn? Ja, weil einfach, ja, The time has come. Oder gone? Nee, come, gell? Es kam, ja. Das Wasser ist gleich leer. Ich weiß nicht, brauchst du nicht so viel Wasser, oder? Ich habe das Gefühl, ich brauche viel mehr Wasser wie du. Ja, ich brauche jetzt auch nochmal 3 Wasser. Jetzt ist leer. Und aus mir unerklärlichen Grund kann ich diesen dämlichen Portable Tank nicht auf. Das hat auch vorhin auch funktioniert. Was haben diese Cover kaputt gemacht? Warum funktioniert das nicht mehr? Hast du jetzt doch Cover gefunden? Cover gemacht, ja. Ach so, gesägt. Ja, klar. So. Wenn ich es jetzt noch schaffe, das nochmal auf Input zu stellen. Oh, der ist so widerspenstig. Siehst du hier bei dem oberen Tank, ob das auf Input-Output steht oder ob das wechselt? Oben ist auch. Moment, mach mal. Jetzt ist gerade blau. Nochmal. Wie viel Wasser ist denn im Ach so, oben steht Output. Muss ich erinnern, dass das kein visueller Bug ist bei mir. Oben ist Output, hast du gesagt? Der obere Tank ist Output. Steht Output. Und jetzt? Jetzt ist es immer noch Output. Mach nochmal. Gerade war irgendwas Input. Ja, ja, aber das geht immer wieder auf Output zurück. Der untere ist Input, das ist klar. Wie viel Wasser ist da drin? Der untere? Ja. 3000 Millibuckets. 3006? Ja. Hm. Mach doch mal das Ding oben noch mal weg. Das obere Fluidukt. Setz den Tank noch mal und setz dann noch mal das andere Teil. Ne, geht nicht. Nee, es geht immer wieder zurück. Es schnellt immer wieder auf Ausgang zurück. Rätsel. Jetzt steht er auf Input. Hier außen. So, was geht denn hier los? Output, Input. Was ist Input? Output, Input. Womit baut man denn ab? Mit dem Crescent Hammer. So machst du das im Prinzip kaputt und da verliert es auch den Inhalt. Okay, mach mal das Ding da weg. Welches? Fluidukt. Gib mir mal die Wrench. Ah, das war falsch. Muss das nicht auf Output... Muss das nicht auf Output stehen, wenn das... wie Shift-Click macht's weg. Ja, mit Shift-Rechtsklick baust du es ab. Aber mit Rechtsklick kannst du es von Output auf Input stellen. Es muss ja ein Output sein. Ja, nee, es soll ja von oben Wasser bekommen. Das kann kein Wasser rein. Es muss ja nach unten Output geben. Und von oben gesehen ist es auch blau. Es kommt aber kein Wasser rein. Vielleicht egal, ist das Ding steht. Unten kaputt. Deswegen, das wollte ich gerade nachgucken. Oh, unten ist Wasser drin. Nee, Moment. Ah, okay. Ich habe einen Fehler gefunden.
Wir hätten ja auch vorher einfallen oder auffallen können. Ja, jetzt zieht's auch was raus. Ich hatte den Transfer Node vergessen, als ich das Fass runtergesetzt habe. Ich meine, der obere muss ja einen Output geben nach unten erstmal. Ja, nee, die verbinden sich. Deswegen, Input ist schon korrekt, weil nur wenn er auf Input ist, kann er von dem Fass auch Wasser empfangen. Klick jetzt warten wir mal noch kurz und dann gucken wir mal, ob sich das verändert. Ja, in dem Rohr ist schon Wasser drin. Ach so. Ja, sicher. Es ist schon mehr Wasser drin, als reingeht. Weil sich es unten im... im Dings schon wieder sammeln. Fehlt dann vielleicht noch so ein Dings da? Ein was? Ich habe den, ich habe einen Servo drin. In dem von oben. Ja, ja, und es steht auch auf Ignored. Das ist alles vollkommen korrekt. Empty Blacklist. Ich hatte Pneumatic Servo must be installed for control. Oben zeigt es bei mir das an. Ja, oben muss auch kein Servo rein. Der muss nur sicher? Da rein. Ja. Aber da steht ja, das steht ja. Must be installed for control. Ja, for control. Es soll aber nicht kontrollieren, es soll einfach nur einfüllen. Und wenn du das. Warte mal. Was denkst du denn, wie das Wasser hier reingekommen ist? Das habe ich nicht per Dings gemacht. Warte. Wenn man jetzt hier ein Rohr reinmacht, müsste eigentlich. Müsste? Kommt aber kein Wasser rein. Wieso? Es hat doch eben auch funktioniert. Das ist jetzt das große Rätsel. Vorhin hat es funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Das Rohr ist voll. Unten ist eine Menge Wasser drin. Das wird aber nicht mehr in die Dings getrunken. Wo ist der Fehler? Hm. Achtung. Oh Mann, ich habe immer Angst, dass ich da unten irgendwo ins Pyrophium falle. Sehr seltsam. Weil das Rohr hat Wasser, das sagt Rayla. Mhm. Ja, aber es geht ja auch nicht bei einem. Das wundert mich. Der eine steht auf Input, der andere auf Output. Es müsste also bei einem müsste auf jeden Fall funktionieren. Es müsste der mit Input müsste auf jeden Fall funktionieren. Ganz seltsam. Warte mal. Was habe ich rausgeholt bis auf die 6 Millibuckets? Stellen wir jetzt einfach mal. Oder sind das diese Cover hier, wegen denen das nicht funktioniert? Das waren die letzten beiden Cover. Jetzt müsste es eigentlich. Hast du da jetzt ein Dings reingemacht? Ein Servo. Glaub mir, du brauchst keinen Servo. Ich habe ihn gerade wieder raus. Ja. Passiert aber nichts. Ich brauche was zu essen. Gib mir mal nochmal den Hammer. Ich baue das alles mal noch komplett ab und baue es nochmal. Ja, aber vorher beenden wir die Folge. Ja, mach das. Ich denke, ich weiß, woran es liegt. Das ist ein alter 1.6.4er-Bug. So, bitte. Danke sehr. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye.